Wir haben jetzt gerade hier beim Stand von Helmut Hoffmann das Aimpoint Training System mit Augmented Reality eben getestet. Man kriegt hier eben eine HTC Hive aufgesetzt und kriegt ein Holzgewehr in die Hand gedrückt, also eine Attrappe, wo eben das Gegenstück von der Hive eben auch draufgesetzt ist. Und wenn man damit im Spiel drin ist, hat man eben ein Repetiergewehr mit einer Aimpoint, mit einem T1 oder H1, wahrscheinlich H1 obendrauf und kann dann damit eben auf die Schweinejagd gehen. Und finde ich trainingsmäßig sehr interessant. Macht auch ultra Spaß, wenn jetzt die Augmented Reality Geschichten bzw. Virtual Reality Geschichten nicht so schweineteuer wären. Könnte ich mir das für jeden für den Heimgebrauch zulegen, weil hier muss man schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro investieren, um das für den Heimgebrauch eben hinzukriegen. Weil man braucht ja zusätzlich zu der 3D-Brille noch auch noch einen Rechner, der es mitmachen kann. Aber grundsätzlich gesehen muss ich sagen, ist ein sehr schönes System. Macht sehr viel Spaß damit zu trainieren, zu spielen. Wäre auch was für zu Hause, wenn der Preis nicht so wäre. Man kann wirklich durch das Aimpoint H2 durchschauen, sieht da den Rotpunkt, sieht wirklich, ob man in der Optik rein und rausgeht. Also es fühlt sich echt wie echt an. Das ist nicht wie bei einem Computerspiel, rechte Maustaste drücken und das Rotpunkt Visier so, sondern wirklich, man geht mit dem Schaft hinter das Visier und schaut durch das Visier durch. Und das ist einfach ein total realistisches Gefühl. Ich sag schon, wenn man das Gewehr im Anschlag hat, fühlt man sich so ein bisschen so, als könnte man jeden Schieber, jedes Teil von der Waffe bewegen, einfach vom Gefühl her. Ist leider nicht so, das wäre noch ein bisschen geiler, wenn das Gewehr auch die Funktion dafür hätte. Aber es macht wirklich Spaß, damit zu trainieren. Richtig geile Erlebnis hier auf dem Stand von Helmut Hoffmann auf den internationalen Jagd- und Schützentagen hier in Schloss Grünau. Bis dann!